Aber mal klicken und dann findet man die Kontaktdaten vom Besitzer Alexander von Dijk und kann Buena Vista begehen, wenn man denn wirklich käuflich erwerben will. Das sind so ganz einfache Skills, die ich habe, weil für die Hörer reicht es bei mir nicht. Aus Start frei. Start ist frei, unser neuntes Rennen, das 14. Rennen mit insgesamt 7 Teilnehmern, die uns auf dem Weg in Richtung Startbahn geführt werden. Stellen Sie mit Jochen Holzogen sind mit der Startnummer 1, King Kong Newport, Jessica Bock, die 2. Italian Dynamite, Markus Bock mit der 3. Kimberly Fortuna und Rob de Vlieger, Startnummer 4. Overture, Tim Schwarmer, die 5. Ivano Petnik, Michael Nimczyk, die 6. Und Heavenly Dream Girl, die 7. Robin Bott. Nicht ganz vorbei und die erste Zwischenzeit wird rekordverdächtig sein, denke ich, von 1.084. Das ist man hier früher im Elite-Rennen gegangen und heute läuft man dies in der 14.000-Euro-Klasse. Aber jetzt ist es zumindest so weit gekommen, dass Heavenly Dream Girl die Spitze bekommen hat vor Shanti, dann eine volle Weile zurück bei nach wie vor zügigem Tempo. Die Verfolgergruppe angeführt von Kimberly Fortuna, Austin Overture, innen King Kong Newport, dahinter dann Italian Dynamite und Ivano Petnik am Ende des Feldes. In den Hesslerbogen geht es hinein mit Heavenly Dream Girl, dahinter Shanti. Dann kommt die Verfolgergruppe relativ schnell dichter heran an die vorderen beiden Pferde, angeführt von Kimberly Fortuna, dahinter dann Overture, dann King Kong Newport.
Position hat er jetzt schon mal zwei Positionen gut machen können und ist in der Zielgeraden ganz an der Außenseite jetzt plötzlich im vorderen Feld mit dabei. Zielgerade ist längst erreicht und da ist Heavenly Dream dann völlig geschlagen. Die Führung jetzt in diesem Moment bei Rob de Vlieger und bei Kimberly Fortuna. Jetzt kommen Overture und außen Ivano Petnik. Aber Kimberly Fortuna hat den Vorteil. Kimberly Fortuna ist vorn, wird es auch bleiben. Kimberly Fortuna gewinnt, Ivano Petnik zweiter. Dahinter dann Overture auf Rang 3 vor Shanti und dann war es noch Italian Dynamite. Was könnte das sein? Eine Stute, die allerdings gezeigt hat, dass sie auch außerhalb Gladbachs gut, um nicht zu sagen blendend, zurechtkommt. Und das hat sie heute hier in Gelsenkirchen nicht zum ersten Mal bewiesen, in der Hand von Rob de Vlieger, der hier als Siegfahrer jetzt gleich vorstellig werden wird. Am Kopf des Pferdes Willington Brink, das ist der erste Gratulant gewesen. Und auch jemand, der seit vielen, vielen Jahren schon mit dem Quartier von Rob de Vlieger zu tun hat und auch mit Kimberly Fortuna, bereits der fünfte Sieg in der laufenden Saison beim Sieben Schott. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt in Deutschen den Sport, den auch leckerlich in Holland mit zwei Lichtstrahlen freut sich der Fette. Hast du noch eine Foto? Ja, aber ich einer. Auf dem Mittelfeld. Aber. Rob, komm. Ich muss einfach mit Trance dabei. Er ist ja für eigentlich gebracht. Nein, die Besitzer ist hier nach uns gekommen. Ach so. Super. Ja, super. Dann ich an den Besitzer erstmal. Dankeschön. Denk mal kurz, tolles Pferd. Wie lange sind Sie schon in Besitz von Kimberly Fortuna? Wo lange ihr Kimberly auch habt? Seit Oktober. Letzten Jahres. Vergangenes Jahr. Vergangenes Jahr. So, vorher war sie hier. Hast zwei Jahre hier gekommen, ja. Und dann sie wirklich schick nach dem Besitzer. Und das ist zusammen mit hat sie Rennen gemacht, die Schläge, aber es war nicht so gut und da haben wir jetzt einen guten Schick und ja, ein bisschen behandelt und jetzt ist das ja, viel Zeug. Super. Der Rob ist gestaltet. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben tolles Rennen erworben und die Stute hat jetzt Topform. Herzlichen Glückwunsch an den Rob, die Sieger an den Erwähnungen und an den Besitzer zu dem tollen Sieg. Hat der Sieg mit seinem Gewinn schon abgesetzt hier, der Winnie, oder was?